Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier aus dem Maritim Hotel am Kölner Heumarkt. Hinter mir, da wird noch der Rest des Fünf-Gänge-Menüs verspeist und alle warten auf den Hauptkampf des Abends. Auf Manuel Char, den ungeschlagenen Titelträger des WBC International Title. 19 Siege hat er in 19 Profikämpfen bisher für sich verbuchen können. Heute Abend tritt er an gegen Taras Bidenko. Der Ukrainer hat sogar schon einmal gegen Nikolai Valujev gekämpft, den russischen Riesen. Also, da ist auf jeden Fall was drin, da ist ein starker Gegner, der auf Manuel Char wartet. Graziano Rocchigiani und Ralf Rocchigiani, beides ehemalige Weltmeister im Boxen, haben Manuel Char fit gemacht für diesen Kampf. Und Rüdiger May und Florian Wenzelmann werden ihn gleich für Sie kommentieren. Ja, vielen Dank, Oliver. Und du hast es angesprochen, Nikolai Valujev, unter anderem einer der Gegner von Taras Bidenko gewesen. Aber da gibt es noch sehr viel mehr in seiner Kampfstatistik, gegen die er geboxt hat. Wir sagen es nochmal, 28 Siege, nur 4 Niederlagen, 12 Mal hat er durch K.O. gewonnen. Und da sind wirklich, wirklich sehr interessante Namen dabei, die Taras Bidenko geboxt hat, Rüdiger. Du hast dir die Statistik genauer angesehen. Und kennst die Boxer natürlich auch noch etwas besser als unsere Zuschauer und auch als ich. Und kannst du den Einzelnen was sagen? Was ist aus deiner Sicht der herausragendste Gegner, den Taras Bidenko schon geschlagen hat? Also zuerst einmal muss man sagen, dass Taras Bidenko schon sehr früh in seiner Karriere gegen Nikolai Valujev geboxt hat. Das war sein 4. Profikampf und ist dann auch noch über die Zeit gegangen. Also hat alle Runden durchgeboxt. Das war ein 12-Runden-Kampf. Und er ist 12 Runden lang stehen geblieben. Es war sogar ein Titelkampf, der sogenannte PABA-Titelkampf. Der Panamerika-Titel, der so ja, ein bisschen Amerika weit und räumlich umgreift. Und da muss man schon sagen, das war eine mutige Entscheidung von ihm selbst und von seinem Management, sich gleich solcher im Gegner zu stellen. Und ja, wir werden gleich sehen, Taras Bidenko ist nicht der schwerste Schwergewichtler, er ist relativ leicht. Und wenn man sich dann mal im Vergleich dazu Nikolai Valujev anguckt, der 150 Kilo knapp wiegt und 2,13 Meter groß ist, dann kann man schon ungefähr ermessen, was dazu gehört, so lange gegen einen Nikolai Valujev stehen zu bleiben. Dann relativ schnell hat er dann auch schon relativ gute Journeyman geboxt, also Aufbaugegner, die schon sehr viel Erfahrung haben. So zum Beispiel Julius Francis aus England, der hier in Deutschland so gut wie alle Schwergewichtler geboxt hat und gegen alle Schwergewichtler sehr gute Kämpfe geliefert hat. So zum Beispiel gegen Luan Krasnici, den er zur Europameisterschaft geboxt hat und dem auch einen starken Kampf geliefert hat. Und Taras Bidenko konnte einen 10-Runden-Sieg verbuchen. Und des Weiteren hat er gegen Andreas Sidon geboxt, der älteste deutsche Schwergewichtsmeister hier ist. Hat diesen sogar vorzeitig besiegt in der 9. Runde durch K.O. Hat auch Richel Hassisia besiegt, der in einem relativ unbedeutenden Kampf Weltmeister war. Hat diesen nach Punkten geschlagen. Also wirklich eine hervorragende Auswahl an Kämpfern, gegen die Taras Bidenko schon gekämpft hat. Und sicherlich auch eine gute Entscheidung von Manuel Char und seinem Management und seinen Freunden, diesen Gegner für heute Abend auszuwählen, oder? Ja, das ist taktisch ist das eine sehr gute Wahl gewesen. Also Taras Bidenko ist hier in Deutschland schon relativ bekannt. Er ist auch relativ gut in den Weltranglisten gelistet, in der europäischen Rangliste. Wenn man sich dann eventuell auf eine Europameisterschaft einlassen möchte. Also das ist vom Management her, das ja Manuel Char selber vollführt, eigentlich schon gut gewählt. Und er hat auch bisher schon einige gute Gegner gehabt, Manuel Char jetzt. In seiner Kampfstatistik stehen ja nur Siege, unter anderem, das fand ich am beeindruckendsten, gegen Danny Williams im Jahr 2011. Danny Williams, vielleicht noch vielen bekannt, er hat schon mal gegen Mike Tyson geboxt und gewonnen. Und Manuel Char hat eben diesen Danny Williams geschlagen. Aber das ist nicht der einzige prominente Name in der Kampfstatistik von Manuel Char. Ja, wobei man gerade bei Danny Williams mit dazufügen muss, dass Danny Williams so eine kleine boxerische Wundertüte ist. Es gibt Kämpfe, da ist er top drauf, wie gegen Tyson. Und dann gibt es Kämpfe, wo man sich fragt, wie kommt das zustande, dass der Mike Tyson geschlagen hat. Deswegen ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo man diesen Sieg einordnen soll. Aber er hat auch viele andere gute Gegner geboxt, wie zum Beispiel Zach Page, der schon für einige Überraschungen gesorgt hat, auch in Amerika gute Schwergewichter geschlagen hat. Das war ein sehr guter Sieg. Oder Owen Beck, der auch schon
Gegner von Nikolai Valuev war und Sherman Williams, Adnan Serin und Pedro Carrion. Pedro Carrion ist Vize-Olympiasieger gewesen für Kuba und so einen Mann zu schlagen, da gehört schon einiges dazu. Ja, und wir werden gleich sicherlich hier auch auf den Kampf noch würdig eingestimmt. Eine Sache zu Manuel Char müssen wir noch sagen. Er ist der Titelträger WBC International Silver Title. Den hat er gewonnen am 18.11.2011 gegen Marcelo Nascimento, einen Brasilianer. Da hat er in der 8. Runde gewonnen. Der Brasilianer hat aufgegeben. Der WBC International Silver Title ist natürlich kein sozusagen Weltmeisterschaftstitel. Wie ist dieser Titel einzuordnen? Ja, dieser Titel, man muss das natürlich auch so ein bisschen kaufmännisch verstehen. Die Weltverbände verdienen ihr Geld natürlich dann, wenn um ihre Titel geboxt wird. Und deswegen wird das alles so ein bisschen inflationär gehandhabt. Für die Boxer ist das von der Wertigkeit her so einzuordnen, dass jeder Titelgewinn einen Push nach oben in die etwaige Rangliste bedeutet. Also bei der WBC. Bei der WBC ist Vitali Klitschko Weltmeister. Diesen möchte Manuel Char boxen. Und wenn er das wirklich vorhat, dann gilt es, diesen Titel so oft wie möglich zu verteidigen oder noch andere Titel, die die WBC in petto hat, zu holen. Ja, und zur Weltrangliste kann man vielleicht sagen, dass Manuel Char in der WBC auf Rang 13 geführt wird, also schon relativ weit oben in der WBA. Damit ist es theoretisch schon möglich, gegen Vitali Klitschko zu boxen. Vitali Klitschko kann für eine freiwillige Titelverteidigung unter den besten 15 der WBC-Weltrangliste auswählen. Ja, und eben diesen Kampf will auch Manuel Char unbedingt haben gegen einen der Klitschkos. Das hat er auch schon mal auf einer Pressekonferenz deutlich gemacht, die er so ein bisschen gestürmt. Wir können in die Bilder noch mal reinschauen. Das Supertalent 2008 bei RTL und er kommt jetzt in den Ring mit einem neuen Herausforderung. Der Tag der Abrechnung. Die Show ist hier. Der Kampf wird nicht ausfallen. Ich fordere wieder den Tisch herauf. Wir können jederzeit boxen. Wir können auch mal geboxt. Fußergewicht, der geboxt werden will. Wenn das so weitergeht, soll nicht Klitschko ins Fußergewicht gehen. Hier ist ein echter Panzer. Ich habe ein Geschenk für Vitali Klitschko mit. Der ist nicht hier. Ich glaube, wir sollten jetzt hier auch nicht irgendwelche drittklassigen Schwergewichter hier zu Wort kommen lassen. Im Ring kennt man sich auch der deutsche Panzer. Herr Bünde, das ist für Vitali Klitschko. Im Ring kann man mich nicht aufhalten. Sehr gut. Nochmal ganz offiziell. Wir haben schon viele Kämpfe gesehen. Ich glaube, das ist ein Kampf, den RTL niemals akzeptieren würde. RTL akzeptiert diesen Kampf, Herr Bünde, weil ich boxe für Deutschland und ich bin stolz, für Deutschland zu boxen. Weil ich werde die Gürtel nach meinen Spielen hier nach Deutschland holen. Ich bin der beste Schwergewichtler aus Deutschland. Ich bin ungeschlagen. 20 Kämpfe, 11 Siege, alle geschlagen. Ich fordere wieder die Klitschko heraus. Schönen Tag noch. Am Samstag kann geboxt werden in Düsseldorf. Klitschko ist dran. Keine kommen mehr für Klitschko. Klitschko ist tot, Mann. Vorbei. Seine Zeit ist gekommen, Edward. Soweit also Manuel Char auf der Klitschko-Pressekonferenz und jetzt stimmt sie Ricardo Marinello auf den kommenden Kampf ein. Sudori sul mio corpo e la forza di vincere. Io ce la farò.
Io vincerò Riccardo Marinello.